Hallo und herzlich willkommen zu diesem sehr besonderen Video. Die Leute, die mir auf Instagram folgen und auch einfach die aktiven Leute, die werden wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass ich endlich die 100 Abonnenten erreicht habe. Als ich mit diesem Kanal gestartet habe, da war es erstmal ging es gut voran, dann eher nicht so und da zu der Zeit habe ich gedacht, ich werde wahrscheinlich nie die 100 Abonnenten erreichen. Tja, und jetzt ist es passiert. Nach 2 Jahren Videos ist der Kanal Webdog-Film hat jetzt endlich die 100 Abonnenten erreicht. Zur Feier der 100 Abonnenten zeige ich euch heute, wie ich meine ganzen Stop-Motion-Filme mache, was ich da beachte, was ich in der Post-Production, also in der Nachbearbeitung mache, wie ich alles vorbereite und. Außerdem nutze ich dieses Video auch als Tutorial-Reihe, um euch zu zeigen, wie das so alles geht. Fangen wir an. Wenn man sich überlegt hat, was man für einen Film machen will, sucht man sich die passenden Figuren dafür aus. In meinem Fall sind das fast immer Lego-Figuren. Lego bietet auch eine Auswahl für sehr andere Figuren, zum Beispiel hier Grogu, das Reh, hier der Hulk und der Dino. Das sind alles Figuren, die man auch sehr gut zum Stop-Motion nutzen kann. Man muss auch nicht immer Lego nutzen, um einen guten Stop-Motion-Film zu machen. Knete und Draht helfen da auch sehr oft weiter, sowie so Alufolie oder ähnliches. Die Flexibilität von Lego kann sehr gut ausgenutzt werden. Beispielsweise hier in Studs, also diese kleinen Einser-Dinger, und in transparenten, also durchsichtigen Lego-Teilen. Jeder der gerade gezeigten Materialien werden wir heute in dem Video verwenden. Suche dir jetzt einen guten Hintergrund aus, ich habe mir jetzt den schlichtesten genommen, den es gibt. Stelle jetzt einen Protagonisten vor den Hintergrund. Es können unterschiedlich farbene Blätter, Papier verwendet werden, zum Beispiel für einen Himmel. Ganz wichtig, klebe deinen Hintergrund fest, weil sonst sieht das Resultat so aus. Auch wenn es erst nicht so erscheint, ist die Beleuchtung für einen Stop-Motion-Film sehr wichtig. Versuche immer künstliches Licht, wie beispielsweise hier die Softbox, zu verwenden, denn natürliches Licht flackert sehr. Beispielsweise diesen Film hier habe ich unter Sonnenschein gefilmt. Dann können wir auch schon mit dem Stop-Motion-Film beginnen. Stelle eine Kamera auf und mache ein Foto. Dann bewegst du die Figur ein kleines bisschen, dann machst du wieder ein Foto, bewegst sie wieder und wieder ein Foto. Und wieder und wieder und wieder. Und das machst du dann, bis du deine Szene fertig hast. Versuche nie, deine Hände im Bild zu haben. Beziehungsweise es sollte gar nicht so sein. Außerdem sollte dein Bild nicht sehr unscharf sein. Um eine Lego-Figur laufen zu lassen, muss man folgende Schritte machen. Ein Fuß nach vorne. Dann eine Art Zwischenschritt. Dann ein Fuß hinter. Einfach weiter. Dann einen normalen Standschritt und den nächsten Fuß nach vorne und dann immer weiter. Am Ende sieht das dann so aus. Jetzt wollen wir jemanden rennen lassen. Dafür überspringen wir 2 Schritte, und zwar den Standschritt und den Mittelschritt. Das heißt, die Person läuft sozusagen durch. Jetzt machen wir einen Sprung und dafür benötigen wir ein Draht und ein transparentes langes Teil. Wir tun das transparente lange Teil unter die Füße der Minifigur und können sie so springen lassen. Jetzt machen wir dasselbe mit dem Draht. Wir fixen das später noch in der Post-Production. Für den nächsten Trick brauchen wir die kleinen Studs und eine große, starke Minifigur. Wir brauchen die Studs, um diesen Sprung noch mehr gewaltvoller zu machen. So. Jetzt sieht man, dass da wirklich Dreck kommt. Für den nächsten Trick brauchen wir einen Dino und eine Mauer. Aber es muss auch kein Dino sein. Außerdem brauchen wir mehrere kleine separate Teile, sodass der Dino die Mauer durchbrechen kann. Wenn man eine Figur mit Lichtschwert hat, kann man das in der App DaVinci Resolve machen. Ich verlinke euch ein Tutorial in der Videobeschreibung. Man kann bei Stop-Motion-Filmen auch sehr gut mit Knete arbeiten, zum Beispiel wie hier. Dinge ausführen, die Lego-Figuren sonst eigentlich nicht können. Außerdem eignet sich Knete gut für Blut.
Für einen Stop-Motion-Film für meinen YouTube-Channel benutze ich Windows Movie Maker, Wondershare Filmora und DaVinci Resolve. Mit Windows Movie Maker mache ich den groben Zusammenschnitt der Bilder. Mit Wondershare Filmora mache ich Effekte wie diesen hier in meinem bisher bekanntesten Video. In DaVinci Resolve mache ich zum Beispiel hier das Lichtschwert oder die Blaster-Effekte. Wenn man in Windows Movie Maker angekommen ist und seine Bilder importiert hat, muss man mit STRG A alle kopieren, oben auf Bearbeitung gehen und die Geschwindigkeit auf 0,07 oder 0,10 setzen. So bewegen sich die Bilder viel schneller und man kann eine gute Laufanimation machen. Wondershare Filmora kostet zwar was, dafür ist die Auswahl dort auch riesig. Ich will nur sagen, ich mache hier für keine dieser Apps Werbung. Ich sage einfach nur, welches Programm gut geeignet ist. Hier benutze ich meine ganzen Effekte, wie zum Beispiel hier bei den Greenscreen-Effekten diese Explosion. In DaVinci Resolve entferne ich jetzt diesen Draht. Für ein genaueres Tutorial verlinke ich euch das Video, also ein Tutorial in der Videobeschreibung. Das war's jetzt auch mit meinem kurzen Einblick in meine Stop-Motion-Welt. Wenn ihr noch wissen wollt, wie viel Arbeit das war, schaut einfach selbst. Also dieses Abonnenten-Special hat mich echt Tage gekostet. Und jetzt hoffe ich einfach, dass es euch gefallen hat, dass es euch Spaß gemacht hat, das Video zu schauen. Und ich würde mich natürlich für ein Abo freuen, dass wir auch möglichst bald irgendwann auch die 200 Abos knacken. Vielleicht wird es ja irgendwann mal wahr. Nur ihr könnt es wahr machen. Und wenn ihr jetzt bis hierher dran geblieben seid, schreibt in die Kommentare Hashtag Webdoor100. Ich werde jeden Kommentar, der das schreibt, nächstes Video einblenden. Und jetzt nochmal zum Schluss ein riesiges Danke an alle von euch, die über 2 Jahre mich verfolgt haben, mich unterstützt haben. Ich muss einfach dieses Dank aussprechen, weil es mich so glücklich macht, dass 100 Leute, es ist schon eine Menge. Auch wenn es jetzt in YouTube-Verhältnissen zu großen YouTubern es nicht so viel ist. Aber es ist schon eine große Menge und es ist einfach ein Traum wahr geworden. Danke und tschüss.